In diesem Video zeige ich, wie man die Dohlmann-Ärmelanlage in Seemly 2D so konstruieren kann, dass sie auf andere Größen übertragbar wird. Es ist leider nicht für Anfänger geeignet. Kenntnisse in Schnitttechnik und dem Umgang mit dem Programm sind in diesem Video vorausgesetzt. Bei der Dohlmann-Anlage gibt es im Vorderteil nur einen stabilen Anlagepunkt. Der ist auf der verlängerten Linie vom Brustpunkt zum Ärmeleinsatzzeichen um 2 bis 3 cm ausgestellt. Hier wird das Ärmeleinsatzzeichen des Vorderärmels angelegt. Dieser Punkt ist dann der Drehpunkt, über den der Ärmel so eingedreht wird, dass die Spitze der vorderen Armkugel auf der eingestellten Armlochkurve liegt. Und gleichzeitig wird der Ärmel von der Saumlinie aus so aufgedreht, dass die Rundung der Ärmelteilungslinie an der verlängerten Schulternahtlinie anliegt. Ich habe also zwei Drehungsvorgänge, die voneinander abhängig sind. Die erste Drehung über den Anlagepunkt bringt die Kugelspitze zur eingestellten Armlochrundung. Die zweite Drehung über den Punkt im Ärmelsaum bringt den oberen Teil des Ärmels mit der Teilungsrundung an die verlängerte Schulterlinie. Damit liegt die Spitze aber nicht mehr an der eingestellten Armlochrundung. Die erste Drehung muss also mit der zweiten interagieren, damit alle Vorgaben eingehalten werden können. In Seemly 2D kann ich diese Interaktion herstellen, indem ich die Drehungswinkel auf Kreisbögen und deren Kreuzpunkten anlege. Der Schnitt für eine aufgelockerte Hemdbluse ist die Basis meiner Konstruktion. Die Maßdatei ist eine Multisize-Tabelle für die Größen 36 bis 46. Das heißt, auch die individuellen Größen, die ich später einsetzen kann, müssen im Maßbereich der Konfektionsgrößen 36 bis 46 liegen. Die Bequemlichkeitszugaben sind die für die lose Modellform und die bleiben auch im weiteren Verlauf editierbar. Das heißt, ich kann die im Nachhinein noch verändern, ohne dass mir alles zusammenbricht. Für alle Ärmelanlagen müssen die Schulterlinien geschlossen sein und deren Längen ausgeglichen sein. Im Rückenteil wird bei der losen Modellform in der hinteren Mitte um 0,5 geöffnet. Der Rest des Kneifbetrages kann für die Anlage im Armloch als Mehrweite verbleiben. Die Weite des Brustabnähers ist komplett ins Armloch gedreht. Bei der Dohlmann-Anlage darf der maximal 3,5 cm im Armloch aufspringen und die Verkleinerung des Brustabnähers ist so justiert, dass im Größenbereich zwischen 36 und 46 der gesamte Brustabnäher ins Armloch gedreht werden kann, ohne dass diese maximalen 3,5 cm hier überschritten werden. Auch die Verkleinerung des Brustabnähers kann ich im weiteren Verlauf editieren. Die Armlochvertiefung kann bei der Dohlmann-Anlage bis zu 10 cm betragen. Für die Bluse ist hier nur 1,5 cm vertieft und 1 cm ausgestellt worden. Beide Punkte habe ich eindeutig benannt und deren Linienlängen sind aufs Rückenteil übertragen. Auch die Armlochvertiefung und Ausstellung kann ich im späteren Verlauf editieren. Der Ärmel ist als halbweiter Kleiderärmel konstruiert. Die Ärmelteilungslinien sind angelegt. Auch die Sperrlinie für das Aufdrehen des Vorderärmels ist eingezeichnet und damit sind alle Schnittteile vorbereitet für die Ärmelanlage. Der erste Anlagepunkt, den ich AP1 nenne, liegt auf der Verlängerung der Linie zwischen dem Brustpunkt und dem vorderen Ärmeleinsatzzeichen um 2 bis 3 cm ausgestellt. Ich habe den 2 cm ausgestellt. Zwischen dem Brustpunkt und AP1 lege ich eine durchgezogene Linie an. Die wird später erst interessant. Der Abstand 2 bis 3 cm bleibt im weiteren Verlauf editierbar. Über eine Verbindungslinie zwischen dem Ärmeleinsatzzeichen am Vorderärmel und dem Anlagepunkt 1 kann ich jetzt den Vorderärmel verschieben, so dass das Ärmeleinsatzzeichen vom Vorderärmel auf dem Punkt AP1 liegt. Bevor ich das mache, editiere ich den Abstand zwischen Rückenteil und Vorderteil, den setze ich auf 50 cm.
Den unteren Teil des Ärmels bis zur Sperrlinie also lege ich in eine Gruppe und den oberen Teil ab der Sperrlinie lege ich in eine zweite Gruppe. So kann ich die getrennt voneinander ausblenden, damit ich hier den Überblick nicht verliere. Meine zweite Anlagehilfe ist die Armlochkurve, die um einen Zentimeter nach links verschoben wird, also eingestellt wird. Ich erstelle den Kreuzpunkt zwischen dieser Kurve und der Schulterlinie. Den nenne ich vorläufigen Anlagepunkt 2 und zeichne die Schulterlinienverlängerung von ungefähr 12 cm ein. Hier liegt meine dritte Anlagehilfe. Zwischen AP1 und dem vorläufigen AP2 lege ich eine Verbindungslinie an. Mit AP1 als Drehpunkt lege ich dann einen Bogen an mit dem Radius der Linienlänge AP1 vorläufiger AP2. Zwischen diesem Bogen und der eingestellten Armlochkurve ermittle ich den Kreuzpunkt. Der ist jetzt mein Anlagepunkt 2. Der liegt natürlich jetzt exakt auf derselben Stelle wie der vorläufige AP2, aber der vorläufige AP2 ist definiert als Kreuzpunkt zwischen Armlochkurve und Schulterlinie. Anlagepunkt 2 ist definiert als Kreuzpunkt zwischen Armlochkurve und Bogen. Auch zwischen AP1 und AP2 ziehe ich jetzt nochmal eine Verbindungslinie. Wenn der Radius des Bogens jetzt reduziert wird, ich gebe hier mal nur zur Demonstration minus 2 zur Radiuslänge ein, dann verschiebt sich der Anlagepunkt AP2 auf der eingestellten Armlochkurve. Das entspricht genau der Definition des zweiten Anlagepunktes. Ich mache das wieder rückgängig. Für die Drehung, die den Ärmel sperren soll, drehe ich einen zweiten Kreisbogen. Dazu ziehe ich eine Verbindungslinie vom Ärmelsaumpunkt zur vorderen Kugelspitze und schlage einen zweiten Kreisbogen, dessen Drehpunkt der Ärmelsaumpunkt ist und dessen Radius die Linie Ärmelsaumpunkt zur Spitze ist. Ich erstelle den Kreuzpunkt dieser zwei Bögen und der ist mein dritter Anlagepunkt, den ich AP3 nenne. Zwischen dem Ärmelsaumpunkt und AP3 lege ich eine Verbindungslinie an und ich lege eine Verbindungslinie vom ersten Anlagepunkt zum dritten. Zuerst mache ich die Drehung, die den Ärmel aufsperrt. Das heißt, ich drehe den oberen Teil des Ärmels so, dass die Kugelspitze am Anlagepunkt 3 anliegt. Die Drehhilfe blende ich jetzt mal aus. Dann kann man jetzt hier besser die Sperrlinie erkennen. Um so viel ist der Ärmel jetzt aufgedreht worden. Auch den gedrehten oberen Teil des Ärmels muss ich jetzt wieder in eine Gruppe legen, damit ich den ausblenden kann. Und jetzt drehe ich den gesamten aufgesperrten Ärmel über den Drehpunkt AP1 so, dass die Kugelspitze auf dem Anlagepunkt 2 anliegt. Ich blende auch hier die Drehhilfe aus, damit man das besser erkennen kann. Damit liegt mein Ärmel jetzt am Anlagepunkt 1 korrekt an und er liegt auch am Anlagepunkt 2 mit der Spitze an. Ich muss die Anlage jetzt noch mit der Kugelrundung des Ärmels an die verlängerte Schulterlinie anlegen. Über den Radius des ersten Bogens kann ich das jetzt justieren. Wenn ich die Linienlänge des Radius reduziere, ich ziehe hier mal 0,7 cm ab, dann verschiebt sich der Anlagepunkt 2, wie versprochen, auf der Armlochrundung nach unten und mit ihm auch die Teilungsrundung des Ärmels. Die 0,7 waren jetzt ein bisschen zu viel, bei 0,5 wäre das in dem Fall optimal. Wenn ich also den Radius des ersten Bogens verkleinere, dann verkleinert sich der Sperrbetrag, der sich im Ärmel öffnet und die Rundung passt sich an der verlängerten Schulterlinie an. Dabei bleibt die Ärmelspitze auf der eingestellten Armlochkurve liegen. Wenn ich diesen Schnitt für eine individuelle Größe aufstelle, dann kann ich diese kleine Justierung von Hand vornehmen, einmalig, indem ich hier rauskriege, welchen Betrag ich abziehen muss, damit die Anlage an der verlängerten Schulterlinie schön anliegt.
Wenn ich aber die Multisize-Tabelle nutze und Konfektionsgrößen ausgeben möchte, dann muss ich für diese Korrektur eine Formel finden. Ich setze den Radius des Kreisbogens nochmal zurück auf seine ursprüngliche Länge und ermittle jetzt für jede Konfektionsgröße den Korrekturbetrag. Ich fange mal bei Größe 46 an, markiere den Bogen und in den Werkzeugeinstellungen gehe ich zu der Linienlänge, die den Radius bestimmt. Und für die Größe 46 ziehe ich ab 0,9 cm. Dann passt die sich schön an. Bei der Größe 44 gebe ich statt der 0,9 0,7 ein. Dann passt die sich schön an. Ich rufe die Größe 42 auf. Von der wissen wir, dass es 0,5 waren. Und dann kann ich schon sehen, dass sich dieser Betrag von Größe zu Größe jeweils um 0,2 mm verändert. Das heißt, der Betrag, den ich abziehen muss von der ursprünglichen Radiuslänge, überträgt sich von Größe zu Größe mit einem Sprungbetrag von 0,2. Ein scheinbar simpler Weg, diesen Korrekturbetrag zu formulieren, wäre ein zusätzliches Maß in der Multisize-Tabelle anzulegen. In der Basisgröße würde das 0,5 betragen und auf die übrigen Größen mit einem Sprungbetrag von 0,2 übertragen. Damit zerstöre ich aber leider die Kompatibilität meiner Multisize-Tabelle. Stattdessen suche ich mir ein bekanntes Maß aus der Multisize-Tabelle mit demselben Sprungbetrag. Die Sprungbeträge sind in der Spalte in Größen hinterlegt. Die Rückenlänge hat einen Sprungbetrag von 0,2 zum Beispiel. Die Rückenlänge möchte ich nicht nehmen. Das Maß hat ein paar andere Nachteile, auf die ich jetzt hier nicht eingehen möchte. Es gibt noch ein anderes. Das ist das Maß Spalt. Das Maß Spalt ist für die Hosenaufstellung und es hat absolut nichts mit meiner Konstruktion zu tun. Ich benutze dieses Maß jetzt nur als Träger für meinen Differenzbetrag, den ich mit dem Sprungwert von 0,2 übertragen will. Das Maß Spalt beträgt bei der Größe 42 6,2. Ich kann die Tabelle jetzt zumachen. Von diesen 6,2 ziehe ich jetzt ab den Differenzbetrag, den ich für die Größe 42 ermittelt habe, nämlich die 0,5. Und erhalte 5,7. Das Maßspalt minus Differenzbetrag ergibt 5,7. Wenn ich die Formel jetzt umstelle und vom Maßspalt, also den 6,2, die 5,7 abziehe, erhalte ich die 0,5. Also meinen Differenzbetrag. Das heißt, ich kann für die Linienlänge des Radius statt dem Wert 0,5 die Formel eingeben, das Maßspalt minus 5,7. Die 5,7 bleiben in dieser Formel für alle Größen stabil. Die 6,2 verändern sich mit einem Sprungbetrag von 0,2 und ergeben so den korrekten Differenzbetrag. Ich öffne also den Formelassistenten für die Linienlänge des Radius meines Bogens. Die 0,5 lösche ich, öffne eine Klammer gebe das Maß Spalt ein und davon ziehe ich ab 5,7 und schließe die Klammer. Bestätige. Bei Größe 42 hat sich schon mal nichts verändert. Ich kontrolliere jetzt die übrigen Größen. Für die Größe 46 liegt die Anlage gut. Für die Größe 44. 42 kennen wir schon. Die Größe 40.
Größe 36. Größe 36. Die Größe 36, hier zoome ich mal rein, die gefällt mir nicht. Hier geht die Rundungslinie über die verlängerte Schulterlinie, wenn auch nicht viel. Ich öffne nochmal die Formel. Bei Größe 36 beträgt das Maßspalt 5,6 cm. Und von Spalt ziehe ich 5,7 ab. Deswegen komme ich hier in den negativen Bereich. Ich muss aus meiner Formel eine Wenn-Dann-Formel machen. Also eine Bedingung stellen. Meine Frage lautet jetzt zunächst mal, ist das Maßspalt kleiner als 5,7? Ich schiebe mal zunächst die bestehende Formel ein Stück nach hinten, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Jetzt rufe ich das Maßspalt auf. Und die Frage ist, ist das kleiner als 5,7? Ich gebe auch das Fragezeichen ein. Wenn das so ist, dann möchte ich die ursprüngliche Linie haben, ohne einen Differenzbetrag abzuziehen. Das heißt, ich möchte die Linie AP1 vorläufiger AP2 messen. Die kopiere ich hier eben und füge die direkt hinter das Fragezeichen ein. Andernfalls, ich gebe den Doppelpunkt ein. Soll die Formel, die ich eben erstellt habe, gelten? Die ziehe ich jetzt wieder zurück. Also nochmal, die Frage lautet, ist das Maßspalt kleiner als 5,7? Wenn ja, dann soll nichts abgezogen werden. Wenn das Gegenteil der Fall ist, also das Maß gleich oder größer als 5,7 ist, dann soll die Formel gelten, wie sie gewesen ist. Bestätige das mit OK und sehe, dass sich die Kurve angepasst hat. Kontrollieren wir erstmal mit der Größe 38, Größe 40, 42, 44, 46. In den Konfektionsgrößen 36 bis 46 passt sich diese Ärmelanlage also jetzt automatisch an. Bei den individuellen Größen, die ich natürlich auch in mein Schnittmuster eingeben kann, funktioniert diese automatische Justierung nicht, weil die individuellen Größen mit Sprungbeträgen nichts zu tun haben. Die muss man tatsächlich einzeln und individuell justieren. Ich kann jetzt den Linienverlauf festlegen, an dem der Ärmel vom Vorderteil abgetrennt werden soll. Ich habe dazu einen Teil meiner Hilfslinien ausgeblendet, damit man hier eine bessere Übersicht hat. Bei der Dohlmann-Anlage ist die Abtrennungslinie extrem flexibel. Ich kann die weit in den Ärmel rein verlegen, wenn ich zum Beispiel einen tief angesetzten Ärmel machen möchte. Oder auch auf der Schulterlinie so weit einschieben, dass daraus eine Raglan-Abtrennung werden kann. Ich kann sie sogar in die Halslochkurve reinlegen. Die Konstruktion will ich jetzt so anlegen, dass der Trennlinienverlauf editierbar bleibt. Im fertiggestellten Schnittmuster möchte ich später über bestimmte Punkte diesen Linienverlauf steuern. Mit der Halslocherweiterung fange ich an. Auf der Schulterlinie soll die 3 cm betragen. Den Punkt nenne ich auch Halslocherweiterung, damit ich den später leicht wiederfinden kann. Der Ausschnittpunkt an der vorderen Mitte soll um 7 cm vertieft sein. Den nenne ich Ausschnitt. Die Halslochkurve, die zeichne ich jetzt mit dem Werkzeug für den gekrümmten Pfad ein. Das ist ein Kurvenwerkzeug. Damit starte ich am Punkt Ausschnitt, markiere den Punkt Halslocherweiterung, markiere den ursprünglichen Schulterpunkt, bei mir ist das A37A3. Und das Ende der Schulterlinienverlängerung. Mit Enter bestätige ich. Und mit einem Rechtsklick auf den Pfad kann ich die Optionen öffnen. Hier kann ich die 4 Punkte sehen, die ich markiert habe, um diesen Pfad herzustellen. Und an jedem dieser Punkte liegen die Hebel für die Kurvenbearbeitung.
Die sollen erstmal alle bei 0 liegen. Das checke ich mal eben. Die 180 Grad, die hier sind, sind okay, weil der Gegenwinkel auf 0 liegt. Auch hier an Punkt A88, alles okay. Nur den Ausschnittpunkt bearbeite ich jetzt. Der Winkel kann auf 0 Grad liegen bleiben. Die Hebellänge an diesem Punkt, die gebe ich mit einer Referenzlänge ein. Das ist die Linienlänge A3 Brustbreite. Also den Punkt A3 kann ich in dieser Ansicht hier gar nicht sehen. Der läge auf der Höhe des Brusttiefenpunktes. Ich wende das an und bestätige das. Dieser gekrümmte Pfad besteht jetzt aus drei Segmenten. Das erste ist die Halslochkurve. Das zweite Segment ist das Linienstück zwischen Halslocherweiterung und dem ursprünglichen Schulterpunkt. Und das dritte Segment startet am ursprünglichen Schulterpunkt und geht zum Endpunkt der Schulterlinienverlängerung. Nur das erste Segment ist also wirklich eine Kurve. Die beiden weiteren Segmente bleiben als Linie liegen. So kann ich auf diesem Pfad einen Punkt anlegen, den ich auf der Halslochkurve und der Schulterlinie durchgehend verschieben kann. Auf das Rückenteil übertrage ich die Linienlänge der Halslocherweiterung. Die Hälfte dieser Linienlänge wird in der hinteren Mitte vertieft und von der neuen Halslochspitze aus übertrage ich die Linienlänge der Schulterlinienverlängerung am Vorderteil. Das heißt, die Länge des zweiten Segmentes plus der Länge des dritten Segmentes auf dem gekrümmten Pfad. Auch hier zeichne ich die Halslochkurve zusammen mit der verlängerten Schulterlinie als gekrümmten Pfad ein und forme nur das erste Segment als Kurve ein. Dieser Pfad besteht jetzt nur aus zwei Segmenten. Im Vorderteil zeichne ich einen neuen Schulterpunkt für die Abtrennung ein. In meinem Modell möchte ich den Schulterpunkt gar nicht verändern. Ich nutze hier eine Dohlmann-Anlage, weil ich die Brustabnäherweite komplett ins Armloch drehen will und trotzdem einen gut sitzenden Ärmel sehen will. Den Punkt zeichne ich auf dem gekrümmten Pfad ein. Mit dem Werkzeug Punkt auf einem gekrümmten Pfad markiere ich den und öffne den Formelassistenten. Im ersten Fenster, das sich öffnet, kann ich den Namen des Pfades sehen. Ausschnitt A88. Ich öffne die Kurvenlängen. Die 88 gebe ich in den Filter ein. In dieser Liste sehe ich zunächst den gesamten Pfad, dann das Segment 1, das ist das Halsloch, das Segment 2, das ist die Strecke Halslocherweiterung bis zum ursprünglichen Schulterpunkt und das dritte Segment ist die Schulterverlängerung. Ich gebe also zuerst das erste Segment ein, das die Halslochkurve misst und jetzt addiere ich in meinem Fall das zweite Segment, denn ich will tatsächlich zum ursprünglichen Schulterpunkt. Ich gebe hier auch noch den Zusatz mal 1 ein und setze den zweiten Teil in Klammern. Das mache ich nur, um mir später das Editieren dieses Punktes zu erleichtern. Mal 1 verändert natürlich jetzt nichts in der Formel. Wenn ich die aber später öffne, um den Punkt zu verschieben, dann sehe ich direkt, dass das die Stelle ist, an der ich das machen kann. Wenn ich den zum Beispiel mal 0,5 nehme statt mal 1, dann habe ich die Hälfte auf der ursprünglichen Schulterstrecke. Ich bestätige das. Diesen Punkt nenne ich Schulterspitze vorne, damit ich den später ganz gezielt ansteuern kann. Und mit dem Linienwerkzeug lege ich eine Verbindungslinie zwischen Halslocherweiterung und Schulterspitze an, damit ich den Abstand, für den ich mich hier entschieden habe, aufs Rückenteil übertragen kann. Mit dem Werkzeug Punkt auf einem gekrümmten Pfad markiere ich den hinteren Pfad und öffne den Formelassistenten. Der Pfad trägt den Namen 91 93.
Ich öffne die Kurvenlängen, die 93 gebe ich in den Filter ein. Hier sehe ich zuerst den gesamten Pfad, dann das erste Segment, das ist das Halsloch. Dieser Pfad hat nur zwei Segmente. Das zweite Segment ist also die verlängerte Schulterlinie, die ich übertragen habe. Die liegt hier. Ich gebe das erste Pfadsegment ein, um bis zur Halslochspitze zu messen und addiere jetzt eine Linienlänge. Die Linienlänge, Halslocherweiterung, Schulterspitze vorne. Ich öffne die Linienlänge, gebe Schulterspitze ein, Schulter reicht auch schon. Die Linienlänge, Halslocherweiterung, Schulterspitze, die brauche ich. Bestätige nochmal. Diesen Punkt benenne ich um in Schulterspitze hinten. Auch der liegt jetzt auf dem ursprünglichen Schulterpunkt, weil ich den gar nicht verlegen möchte. Trotzdem probieren wir das jetzt natürlich mal aus. Ich markiere Schulterspitze vorne, öffne die Formel, die den definiert. Der zweite Teil der Formel definiert die Länge der Strecke zwischen Halslocherweiterung und Schulterspitze. Ich hatte den Zusatz mal 1 eingegeben. Den ersetze ich jetzt mit mal 0,5. Ich möchte also nur die Hälfte der Schulterlinie haben, um meinen Punkt festzulegen. Bestätige das. Dann hat sich die Schulterspitze verschoben. Die Abtrennung würde jetzt hier anfangen. Und im Rückenteil hat sich der Punkt angepasst. Ich könnte in der Formel statt mal 1 oder mal 0,5 auch Plus oder Minus benutzen, um die Strecke zu verändern. Um die Veränderung der Linienlänge aber proportional auf die anderen Größen zu übertragen, ist es besser, wenn man das mit einem Prozentsatz macht. Wenn ich zum Beispiel eine Linienlänge 10 habe und ich möchte eine haben, die 8 cm beträgt, dann kann ich 2 cm abziehen. Ich kann aber auch die 10 cm mal 0,8 nehmen. Dann erhalte ich genauso 8. Mit der Lösung mal 0,8 habe ich aber eine proportionale Übertragung. Denn die Linienlänge verändert sich bei der Größenübertragung. Der Wert minus 2 würde aber stabil bleiben. Die Schulterspitze habe ich wieder zurückgesetzt. Im Vorderteil muss ich jetzt ein neues Ärmeleinsatzzeichen festlegen. Ich nenne den Punkt IV9 und der muss auf der Linie liegen zwischen Brustpunkt und Anlagepunkt 1. Und der darf vom Ärmeleinsatzzeichen aus nicht mehr als 2 cm in den Ärmel reingelegt werden. Ich hatte zu Beginn zwischen dem Brustpunkt und dem Anlagepunkt 1 extra eine durchgezogene Linie angelegt, damit ich das neue Ärmeleinsatzzeichen auf dieser Linie auch die erlaubten 2 cm in den Ärmel reinschieben kann. Der Punkt ist als Distanz auf einer Linie angelegt. Der erste Punkt dieser Linie ist BT, der zweite Punkt AP1 und die Distanz, die ich gemessen habe, ist die Linie BTIV, also das alte Ärmeleinsatzzeichen, minus 0,5. Auch der bleibt natürlich editierbar. Die Ärmelaustrennung wird jetzt in zwei Teilen eingezeichnet. Die erste Kurve beginnt an der Schulterspitze und geht zum neuen Ärmeleinsatzzeichen. Der zweite Teil beginnt am neuen Ärmeleinsatzzeichen und geht zum Punkt Armlocherweiterung. Den Verlauf beider Kurven lege ich mit Referenzlinien für die Längen der Kurvenhebelchen so an, dass er sich schön auf die anderen Größen überträgt. Im unteren Bereich habe ich noch ein paar Hilfspunkte und Linien ausgeblendet, damit die Ansicht nicht irritieren. Die untere Kurve vom neuen Ärmeleinsatzzeichen zum Punkt Armlocherweiterung, die muss ich auf den Ärmel übertragen. Dazu wird die gespiegelt. Ich ziehe eine Verbindungslinie vom neuen Ärmeleinsatzzeichen zum Punkt Armlocherweiterung und lege einen Kreisbogen mit Winkel und Länge an. Das ist dieses Werkzeug. Der Drehpunkt dieses Bogens ist das neue Ärmeleinsatzzeichen. Der Radius ist die Linienlänge vom neuen Ärmeleinsatzzeichen zum Punkt Armlocherweiterung. Der erste Winkel ist auch der Winkel dieser Linie vom neuen Ärmeleinsatzzeichen zum Punkt Armlocherweiterung.
Auf diesem Bogen sollen ein Drittel bis zwei Drittel AD abgezeichnet werden. Für die Länge des Bogens habe ich die Formel AD geteilt durch 3 mal 1,5 eingegeben. Ein Wert, der also zwischen einem Drittel und zwei Drittel AD liegt. Diesen Punkt nenne ich Kreisbogenmessung. Auch diese Messung kann ich später verändern. Die muss ich wiederfinden können. Dieser Punkt wird jetzt über die Winkellinie gespiegelt. Der erhält seinen Namen automatisch und ich lege eine zweite Verbindungslinie an vom neuen Ärmeleinsatzzeichen zu diesem gespiegelten Punkt. Über diese Verbindungslinie wird jetzt die untere Kurve gespiegelt. Auch die startet jetzt am neuen Ärmeleinsatzzeichen. Die gespiegelte untere Ärmelspitze wird jetzt verbunden mit einer einfachen Kurve, die am Ärmel in den Punkt einläuft, der an der Unterarmnaht die Ellbogenhöhe markiert. So habe ich einmal die Austrennungslinie für den Ärmel und einmal die Austrennungslinie fürs Vorderteil. Wenn ich diesen Kurvenverlauf also später mal anders anlegen möchte, also zum Beispiel einen tief eingesetzten Ärmel anlegen möchte, dann steuere ich den Punkt Schulterspitze an, öffne die Formel, die den definiert, und ich gebe jetzt hier einfach mal nur zur Demonstration plus 3 cm ein. Dann verschiebt sich der Punkt dementsprechend und ich müsste wahrscheinlich nur hier den Kurvenverlauf anpassen. Wenn ich aber auch die Armlochvertiefung tiefer legen möchte, statt der 1,5, die ich eingegeben habe, zum Beispiel 3 cm Vertiefung haben möchte, dann müsste ich natürlich auch hier die Kurve über den Hebel neu einformen. In dem Fall würde ich aber wahrscheinlich sogar den Ärmeleinsatzpunkt, den neuen, auch verändern und den ein Stück ins Armloch reinschieben. Also statt der minus 0,5 gebe ich zum Beispiel mal plus 1 ein. Damit verschieben sich beide Kurven und ich könnte die jetzt neu aufeinander abstimmen. Die gespiegelte Kurve übernimmt die Änderungen dabei automatisch. Den Verlauf der Abtrennungslinie habe ich wieder auf meine Einstellungen zurückgesetzt und den neuen Verlauf der Unterarmlinie muss ich auf den Hinterärmel übertragen. Dazu brauche ich die neue Linie und die alte Linie, die ich mit einer Transferlinie zwischen den beiden Punkten jeweils auf der Ellbogenhöhe des Ärmels zuerst verschiebe. Dann zeichne ich die Verbindungslinie ein, die beim Verschieben nicht mit verschoben wird. Dann drehe ich so ein, dass die ursprüngliche Linie auf der Unterarmnaht liegt und dann spiegle ich die Rundung und die Spitze über die Unterarmnaht auf die richtige Seite. Um jetzt die Sperrlinie einzuzeichnen, muss ich kurz die Hilfspunkte einblenden. Die läuft von der Abnäherspitze zu einem Punkt, der auf der Rundung knapp über dem hinteren Ärmeleinsatzzeichen liegt. Bei mir ist das der Punkt A75, A6. Im Rückenteil lege ich eine Hilfslinie an, auf der später ein neues Ärmeleinsatzzeichen verschoben werden kann. Vom hinteren Ärmeleinsatzzeichen stelle ich einmal 2 cm waagerecht nach links aus und einmal 8 cm waagerecht nach rechts. Zwischen den beiden Punkten ziehe ich eine durchgehende Verbindungslinie. Auf dieser Linie lege ich mit dem Werkzeug Punkt in einer Distanz das neue Ärmeleinsatzzeichen fest. Ich habe das hier so gelegt, dass es 1 cm vor dem alten Ärmeleinsatzzeichen liegt, also ein bisschen in den Ärmel reingeht. Den Punkt kann ich später auf dieser Linie verschieben. Die Armlochrundung verschiebe ich waagerecht nach rechts. Die stelle ich um 1 cm ein. Und hier muss ich auch die Punkte mit verschieben. Im Rückenteil habe ich keinen Kreuzpunkt zwischen der Rundung und der Schulterlinie. Ich muss die Rundung erst verlängern, um den Kreuzpunkt ermitteln zu können. Die eingestellte Kurve mit ihren Punkten lege ich in eine Gruppe, damit ich die ausblenden kann. Mit dem Punkt mit Abstand- und Winkelwerkzeug verlängere ich die Kurve nach oben um 1 cm. Bei mir hat der Linienwinkel 95 Grad. Und an derselben Stelle lege ich eine neue Kurve an, die jetzt bis zum verlängerten Punkt läuft und ansonsten deckungsgleich ist mit der verschobenen. Und die verschobene kann ich jetzt ausblenden.
Jetzt kann ich den Kreuzpunkt ermitteln zwischen der Schulterlinie und der eingestellten Armlochkurve. Ich nenne den Vorläufiger APH2. Den Anlagepunkt 1 lege ich jetzt hier unten an. Ich lege eine Verbindungslinie an zwischen dem neuen Ärmeleinsatzzeichen und der Armlocherweiterung. Lege einen Bogen mit Winkel und Länge an, also dieses Werkzeug. Drehpunkt dieses Bogens ist das neue Ärmeleinsatzzeichen. Radius ist die Linienlänge zwischen dem neuen Ärmeleinsatzzeichen und der Armlocherweiterung. Der erste Winkel ist die gleiche Linie, Ärmeleinsatzzeichen, Armlocherweiterung. Die Länge des Bogens wird übertragen vom entsprechenden Bogen im Vorderteil. Im Vorderteil zeigt mir der Punkt Kreisbogenmessung den Bogen, auf dem ich dieses Maß abgetragen habe. Mit dem Werkzeug Punkt auf einem Bogen markiere ich diesen Bogen jetzt. Der Formelassistent, der sich hier öffnet, zeigt mir den Namen dieses Kreisbogens. Das ist der Kreisbogen AEV Neu 529. Diesen Namen merke ich mir jetzt, breche diesen Vorgang ab, gehe zurück zum Rückenteil, markiere den Bogen und in den Werkzeugeinstellungen öffne ich den Formelassistenten für die Länge des Bogens. Hier öffne ich die Kurvenlängen und in den Filter gebe ich die 529 ein. Ruf den Kreisbogen von vorne auf und das Maß des Kreisbogens soll ich auf den hinteren Kreisbogen übertragen, plus 1 bis 2. Ich addiere hier einen Zentimeter und bestätige. Auf dem Bogen lege ich einen Punkt an, der die Bogenlänge halbiert. Ziehe eine Verbindungslinie zwischen dem neuen Ärmeleinsatzzeichen zu dem Punkt, der die Bogenlänge halbiert. Und jetzt kann ich den unteren Teil der Armlochkurve einzeichnen, vom neuen Ärmeleinsatzzeichen zur ausgestellten Seitennaht. Die Kurve spiegle ich mit dem Punkt für die ausgestellte Seitennaht über die Verbindungslinie auf die andere Seite. Den gespiegelten Punkt, den kann ich nicht umbenennen. Ändern aber kann ich den Suffix des Punktes. Den habe ich hier APH1 genannt. Das wird der erste Anlagepunkt. Von der Spitze der übertragenen Unterarmnaht zu diesem Anlagepunkt 1 lege ich eine Verbindungslinie an, über die ich den Hinterärmel jetzt verschiebe. Bevor ich das mache, setze ich den Abstand zwischen Rücken und Vorderteil von 50 cm auf 100 cm, damit da auch Platz ist für den Hinterärmel. Die übertragene Unterarmnahtspitze liegt jetzt auf dem Anlagepunkt 1. Auch hier lege ich den unteren Teil des Ärmels in eine Gruppe und den oberen Teil in eine zweite Gruppe, damit ich die getrennt ausblenden kann. Ich ziehe eine Verbindungslinie von APH1 zum vorläufigen APH2. Ich schlage einen Kreisbogen, dessen Drehpunkt der Anlagepunkt 1 ist, APH1. Der Radius ist die Linienlänge der Verbindungslinie APH1 nach APH2. Den ersten Winkel habe ich mit 70 Grad angelegt und den zweiten mit 150 Grad. Wichtig ist, dass der Bogen großzügig angelegt ist, also weit genug auch nach hier läuft. Jetzt lege ich den Kreuzpunkt an zwischen der eingestellten Armlochkurve und dem Kreisbogen. Den nenne ich APH2. Der ist der zweite Anlagepunkt, der sich später auf der eingestellten Armlochkurve verschieben kann. Und auch hier brauche ich nochmal eine Verbindungslinie von APH1, diesmal nach APH2. Die brauche ich zum Messen. Von der Abnäherspitze im Ärmel zur Kugelspitze lege ich eine Verbindungslinie an. Auch über diese Linie lege ich wieder einen Bogen an. Drehpunkt des Bogens ist die Abnäherspitze im Ärmel. Der Radius ist die Linienlänge der Verbindungslinie von der Abnäherspitze zur Kugelspitze. Ich habe hier den ersten Winkel bei 80 Grad angelegt und den zweiten bei 110. Dieser Bogen muss nicht so groß sein. Wichtig ist, dass er den ersten Bogen schneiden kann. Den Kreuzpunkt der beiden Bögen lege ich fest und lege eine zweite Verbindungslinie von der Abnäherspitze zum Kreuzpunkt. Und auch vom Anlagepunkt 1 brauche ich eine Verbindungslinie zum Kreuzpunkt. Im Rückenteil wird der Ärmel nicht gesperrt, sondern er wird gekniffen. Den oberen Teil des Hinterärmels drehe ich jetzt so ein, dass die Kugelspitze auf dem Kreuzpunkt liegt.
Auch diesen gedrehten Teil lege ich wieder in eine Gruppe, damit ich den ausblenden kann. Den gesamten gekniffenen Ärmel drehe ich jetzt über den Anlagepunkt 1 als Drehpunkt, so dass die Kugelspitze auf dem Anlagepunkt 2 liegt. Auch hier muss ich die Anlage noch so justieren, dass ich die Teilungskurve an die verlängerte Schulterlinie anlegt. Und das mache ich auch hier über den Radius dieses Kreisbogens. Ich öffne den Formelassistenten für diesen Radius. Im Vorderteil lautet die entsprechende Formel: Ist das Maß Spalt kleiner als 5,7, dann soll die Linie AP1 zum vorläufigen AP2 gemessen werden. Andernfalls soll von der Linie AP1 zum vorläufigen AP2 abgezogen werden, das Maß Spalt minus 5,7. Diese Formel möchte ich auch hinten erstmal so ausprobieren, wie sie ist. Ich muss aber natürlich die Linienlänge AP1 zum vorläufigen AP2 ersetzen mit der entsprechenden Linienlänge im Rückenteil. Also der Linienlänge APH1 zum vorläufigen APH2. So gebe ich die ein. Ist das Maß Spalt kleiner als 5,7? Wenn ja, dann soll die Linienlänge APH1 zum vorläufigen APH2 gemessen werden. Andernfalls soll von dieser Linienlänge das Maß Spalt minus 5,7 abgezogen werden. Das entspricht der Formel, die am Vorderteil gut funktioniert hat. Bestätige das. Die Kurve könnte einen Tick weiter oben liegen. Ich zoome hier mal ein bisschen rein. Und statt der minus 5,7 gebe ich minus 5,8 ein. Bei Größe 42 sieht das auf jeden Fall besser aus. Ich gucke mir die anderen Größen an. Bei 46 liegt sie so gut. Bei 44, 40, 38, 36. Ich denke, so kann ich sie lassen. Es könnte aber unter anderen Umständen vielleicht auch so sein, dass ich den Korrekturbetrag neu einrichten muss. Dann müsste ich wie am Vorderteil auch die für die Konfektionsgrößen jeweils neu ermitteln, den Sprungbetrag feststellen und vielleicht sogar eine neue Formel erstellen. Ich habe noch mal ein paar Hilfspunkte und Linien ausgeblendet und ich kann jetzt den oberen Teil für die Ärmelabtrennung einzeichnen. Den oberen Teil der Abtrennung lege ich mit einer einfachen Kurve an, die am neuen Ärmeleinsatzzeichen startet und zum Punkt Schulterspitze hinten läuft. Ärmelanlage und die Austrennungslinien sind fertig für die Modellform, die ich mir vorgestellt habe. Beide Ärmelaustrennungen, jeweils zusammen mit dem gekrümmten Pfad, der die Halslocherweiterung und die Schulterverlängerung anzeigt, habe ich nach unten verschoben und jeweils so eingedreht, dass die Teilungsnaht wieder zusammenliegt. Zwischen den beiden Schulterspitzen lege ich noch eine kleine Kurve an und auf dem Kurvenstück lege ich die Mitte fest. Dieser Punkt ist der Schulterpunkt. Die zusätzliche Weite, die jetzt hier in der Kugel entstanden ist, bleibt als Einhaltweite im Ärmel liegen. Ich lege eine Verbindungslinie zwischen den beiden Ärmelnahtspitzen und vom Schulterpunkt aus auf diese Verbindungslinie lege ich einen Lotfußpunkt, sodass die Linie im rechten Winkel zu der Verbindungslinie liegt. Auch die beiden Nahtpunkte am Ärmelsaum verbinde ich und verlängere die Linie vom Schulterpunkt auf die Saumlinie. Diese Linie zeigt den Fadenlauf an und ich kann sie zur Teilung des Ärmels nutzen. An der Saumlinie reduziere ich an beiden Seiten die Saumweite und zeichne die Unterarmlinie neu ein. Ich kann meine Schnittteile jetzt auskopieren. Vorder- und Rückenteil kopiere ich im oberen Teil meiner Datei aus. Den Ärmel kopiere ich hier unten aus. Die fertigen Schnittteile mit dieser Abtrennung sehen so aus. Mit der Abtrennung für einen tief eingesetzten Ärmel könnten sie so aussehen. Die Ärmelkugel wird da deutlich flacher und die Schulterlinie verlängert sich.
Für diese Abtrennung habe ich den Punkt Schulterspitze verlegt, das neue Ärmeleinsatzzeichen in den Ärmel reingeschoben und die Armlochvertiefung auf 2,5 cm gesetzt. Den Verlauf der Abtrennungskurven habe ich neu justiert und auch das kleine Kurvenstück der Einhaltweite in der Armkugel muss ich nachjustieren. Mit einer Raglan-Abtrennung ins Halsloch sehen die Schnittteile so aus. In dem Fall sind die Punkte Halslocherweiterung und der entsprechende Punkt im Rückenteil, der bei mir A90 heißt, noch zu sehen, stehen aber alleine und werden auch gar nicht mehr gebraucht. Damit die nicht mitexportiert werden, kann ich die ausblenden. Mit einem Rechtsklick auf das Vorderteil öffne ich das Fenster für die Optionen. Unter dem Reiter Hauptpfad sind alle Punkte aufgelistet, die ich markiert habe, um das Vorderteil auszukopieren. Den Punkt Halslocherweiterung kann ich jetzt rechts anklicken und Excluded anwählen. Wenn ich das anwende, wird er ausgeblendet. Das mache ich auch mit dem entsprechenden Punkt im Rückenteil. Für die Abtrennung in die Halslochkurve habe ich den Punkt Schulterspitze ins Halsloch gelegt. Der Punkt Schulterspitze ist jetzt auf dem gekrümmten Pfad, der die Halslochkurve und die verlängerte Schulterlinie umfasst, nur auf dem ersten Segment gemessen. Die Formel für die Lage dieses Punktes misst jetzt das erste Segment dieses gekrümmten Pfades minus 4. Den Kurvenverlauf passe ich von hier aus neu an. Auf das Rückenteil überträgt sich das nicht automatisch, weil die Halslochkurve eine andere ist. Für das Rückenteil muss ich das neu eingeben über den Punkt Schulterspitze hinten. Auf dem durchgehenden gekrümmten Pfad lege ich auch hier nur im ersten Segment die Schulterspitze an. Im Rücken heißt der Pfad 91,93, Segment 1 und davon ziehe ich im Rücken 3 cm ab. Und richte den Kurvenverlauf von hier aus über die Hebel neu ein. Auf die nach unten verschobenen Ärmelteile überträgt sich das. Mir ist das zu unübersichtlich. Ich habe die Teile einzeln nochmal nach rechts geschoben und zwar so, dass ein Abstand dazwischen liegt. Denn ich muss bei der Raglan-Abtrennung eine Oberarmnaht machen. Und damit ich die hier sauber einzeichnen kann, ist es übersichtlicher, wenn ich hier einen Abstand habe. Die Oberarmnahtlinie läuft vom Punkt Halslocherweiterung über den Punkt, an dem bei der ursprünglichen Ärmelteilung die Rundung zur Spitze beginnt, runter zur Saumlinie und ist mit einem gekrümmten Pfad eingezeichnet, der nur am Rundungspunkt leicht eingeformt ist. Dieser Punkt, über den die Oberarmnahtlinie läuft, liegt in der ursprünglichen Ärmelteilung hier und wurde bei jeder Verschiebung und Drehung sowohl am Vorderärmel wie auch am Hinterärmel jedes Mal mit übertragen, hat dabei jedes Mal einen neuen Suffix gekriegt und hat deswegen einen sehr langen Namen. Vorder- und Rückenteil muss ich für diese Raglan-Abtrennung nicht neu auskopieren, die Ärmelteile muss ich aber neu auskopieren. Mit dieser Raglan-Abtrennung habe ich ein Sweatshirt genäht. Bei der ursprünglichen Abtrennung habe ich eine Ärmelsaumlinie für einen kurzen Ärmel angelegt und ein T-Shirt draus gemacht.